Ja, wir stellen auf der Technofarm unseren neuen Elafarm-Schlauch aus, der im Sinne der Elaflex-Philosophie ein Gummischlauch ist, der mit einem PTFE-Liner versehen ist. Das Besondere an diesem Schlauch ist, dass die Materialien, die für den Schlauch eingesetzt werden, alle den erforderlichen und vorgeschriebenen Regeln für den Einsatz von diesen Schläuchen in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie entsprechen, auch die dafür erforderlichen Prüfungen, Migrationsprüfungen durchgeführt worden sind. Hier können Sie die unterschiedlichen Varianten des Schlauches sehen. Wir haben den Schlauch mit einer blauen Außendecke. Hierbei handelt es sich um einen Schlauch, der nicht elektrisch leitfähig ist. Die Innenseele aus PTFE ist weiß. Hier haben wir einen Schlauch mit einer schwarzen Außendecke. In diesem Fall ist es so, dass wir mit einem schwarzen PTFE-Liner arbeiten. Das Besondere ist, dass dieser Schlauch elektrisch leitfähig durchgängig ist, nach der neuen Regel ein OMT-Schlauch. Und dieser schwarze Schlauch, der elektrisch leitfähig ist, den gibt es auch mit einer grauen Außendecke, so wie hier, mit dem schwarzen Innenliner. Ja, wir haben auch die Möglichkeit, Schlauchleitungen komplett mit Armaturen zu verpressen. Beispielsweise ist es so, dass in der Schweizer Lebensmittel- und Pharmaindustrie viel mit Kemmler-Kupplungen gearbeitet wird. Da wird dann für den absolut reinen Teil die Kemmler-Kupplung am Schlauch verpresst. Und das Besondere ist, dass wir auch bei diesen Kemmler-Kupplungen den PTFE-Liner umbördeln, sodass eben keine Spalte entstehen. Das gibt es in vielen Varianten. Hier sehen Sie es mal für die Nennweite 38 mit einem schwarzen Schlauch. Auch hier ist es so, wenn man hineinschaut, der Liner ist gebördelt und es gibt keine Spalte in der Schlauchleitung.